Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Smart Metering Allgemeinverfügung. Erst zur Sicherstellung, dass der Smart Meter Rollout für intelligente Messsysteme tatsächlich starten konnte. Jetzt wurde die aber wieder aufgehoben und es gibt eine neue Veröffentlichung, die im Groben sagt, es geht doch weiter. Aber was? Wir wollen mal darüber sprechen, was in den letzten Tagen passiert ist rund um das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die von den veröffentlichten, naja, allgemeingültigen Vorgaben dazu, ob nun der Rollout für intelligente Messsysteme läuft oder eben nicht, oder für wen er läuft und für wen nicht, etc. Okay, also wenn man sich beim BSI umschaut, wir kennen dort ja schon die Unterseite Marktanalyse Smart Measuring Systems. Dort wurde schon vor einer ganzen Weile die Marktanalyse Version 1.0 veröffentlicht. Das war damals noch 2019, vor langen Zeiten in Vorzeit, wo festgestellt wurde, hey, wir sind noch nicht so weit, wir haben noch nicht drei zertifizierte Hersteller von intelligenten Messsystemen, also geht es noch nicht los. Alles klar, kann man abhaken. Ein Jahr danach kam dann die Version 1.1, hier nochmal mit Punkt 1, weil nochmal redaktionelle Anpassungen dann kam. Februar 2020, beziehungsweise kam die ursprünglich natürlich im Januar 2020, und hier kam dann die Feststellung, hey, wir sind so weit, es kann losgehen, wir haben mindestens drei zertifizierte Hersteller, und damit kam dann auch die Allgemeinverfügung zur Feststellung der technischen Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme, also der Premium Smart Meter. Es wird festgestellt, dass drei voneinander unabhängige Unternehmen, bla bla bla, und damit die technische Möglichkeit zum Einbau, bla bla bla, soweit, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, sofortige Vollziehung, los geht's. Im Februar 2020 ging also streng genommen der Rollout von intelligenten Messsystemen los. Damit ist dann auch eine Quote zu erfüllen, eine Einbauquote innerhalb von 3 Jahren, etwa 10% der Gesamtmenge zu schaffen. Das wäre ja nun bald gewesen, Februar 2023. Dann kann man sich eventuell daran erinnern, dass es diesen UVG-Beschluss gab. Wir erinnern uns alle vielleicht mit Schrecken an den UVG-Beschluss, der dann irgendwann gesagt hat, hey, irgendwie ist diese Allgemeinverfügung und der ganze restliche Kram nicht in Ordnung. Wir haben was dagegen, und alle klagenden Unternehmen, das waren so gut 50 Marktteilnehmer, sind von dieser Allgemeinverfügung mit dem Start des EMS-Rollouts ausgenommen, müssen deswegen auch nicht die Einbauquoten bis 2023 erfüllen. Ab diesem Moment, und das ist nun schon eine Weile her, waren wir in einer absoluten, ja, Schwebe und Unsicherheit, denn auch die nächste Marktanalyse ließ auf sich warten. Wir hatten im Jahr 2020 dann nämlich nochmal eine gehabt, und das war's dann. Nach dieser Version 1.2 ist nichts mehr passiert. Und wenn ich jetzt nochmal hier schaue in die Übersicht, dann tata, Version 1.2 ist immer noch die aktuellste. Das heißt, dieser OVG-Beschluss ist streng genommen so die letzte Information gewesen, die so wirklich veröffentlicht worden ist. Hey, der Rollout gilt für die klagenden Unternehmen so nicht. Denn die Zertifizierung war wohl laut Gericht unter falschen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen durchgeführt worden, und damit ist sie nicht rechtens. Man kann beim BSI dann noch nachlesen, wie das eigentlich genau zu laufen hat. Hier Übersicht der Schutzprofile und technischen Richtlinien ist so eine der Quellen. Bei der Seite Smart Meter Gateway gibt es auch noch ein bisschen Unterlagen, und ansonsten beim Roadmap-Prozess gibt es nochmal jede Menge interessante Infos rund um die Standardisierungsstrategie und rund um das Stufenmodell, was ja dann die meisten Grundlagen auch der Weiterentwicklung der Fähigkeiten von Smart Metern beschreibt. Nun haben wir aber auf dieser Seite, auf der wir gerade schon waren, hier Marktanalyse, gesehen, dass es hier noch was Neues gibt. Allgemeinverfügung und Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Allgemeinverfügung. Huiuiuiui, was ist da los? Wir gehen mal in die erste. Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Feststellung der technischen Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme. Das BSI hat am 20. Mai 2022, das ist erst vor wenigen Tagen am Freitag gewesen, wir stellen es fest, die Allgemeinverfügung zur Feststellung der technischen Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme des BSI vom 7. Februar 2020 wird mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen. Die Verfügung gilt ab dem 23.05., das ist dann der Tag, an dem das Video auch hochgeladen wird, als bekannt gegeben. Also ab Montag wird rückwirkend die Einbaupflicht für grundzuständige Messstellenbetreiber außer Kraft gesetzt und eben auch damit die Einbauquote außer Kraft gesetzt. Tja, das ist interessant.
heißt das jetzt, okay, man darf nicht mehr einbauen? Nee, man ist aber nicht mehr verpflichtet. Wichtiger Unterschied. Freiwillig, optional Einbau, immer möglich. Heißt es, dass alles falsch wäre? Nö. Es heißt nur, dass die Entscheidung von damals unter falschen Voraussetzungen getroffen wurde. Wir haben ja mittlerweile, ich sag mal, geheilte Vorgaben. Ne? Also es war ja vor allem so ein Beiblatt einer technischen Richtlinie, nach der dann immer zertifiziert worden ist. Und das war wohl im Großen und Ganzen nicht richtig. Und dementsprechend sind die ursprünglichen Zertifizierungen unter falschen Voraussetzungen gelaufen. Das BSI hat sich ja schon darum gekümmert. Und mittlerweile sind wir soweit, dass hier ein paar neue Schritte erreicht worden sind. Denn wir haben ja gerade gesehen, das ist nicht das einzige Dokument. Hier ist ja noch etwas. Eine weitere Allgemeinverfügung. Juhu. Allgemeinverfügung zur Feststellung nach § 19 Absatz 6 Maschinenbetriebsgesetz. Das BSI hat am 20.05., also auch am Freitag, folgende Entscheidung getroffen. Es wird festgestellt, dass eine Nutzung der nachfolgend aufgeführten Smart Meter Gateways zusammen mit einer modernen Messeinrichtung als intelligente Messsysteme nicht mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden ist und die betroffenen intelligenten Messsysteme über gültige Zertifikate nach MSBG verfügen. Das sind PPC, EMH und Theben. Okay. Es wird festgestellt, dass eine Nutzung des nachfolgend aufgeführten Smart Meter Gateways zusammen mit einer modernen Messeinrichtung als intelligentes Messsystem nicht mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden ist und zu erwarten ist, dass für die betroffenen intelligenten Systeme gültige Zertifikate innerhalb von 12 Monaten vorliegen werden. Und das ist SAGEMCOM Dr. Neuhaus. Sofortige Vollziehung, Verfügung, geht das bekannt gegeben. Ab heute Montag. Was heißt das? Wir haben in der Heilung dieses OVG-Beschlusses dann nochmal festgestellt, das BSI wird mitteilen, welche Smart Meter Gateways, welche Technologien safe sind, also sicher betrieben werden können, nicht mit unverhältnismäßigen Gefahren, das ist auch eine sehr interessante Formulierung für sicher, nicht mit unverhältnismäßigen Gefahren, und die eben mit gültigen Zertifikaten verschlüsseln können oder das bald können innerhalb von 12 Monaten. Das war damals dann festgestellt worden. Ne? Wir werden auch hier nochmal die Info bekommen, dass das eben auch innerhalb von einer absehbaren Zeit realisiert werden kann. Und SAGEMCOM wird das einfach innerhalb der nächsten Zeit liefern können. Das ist hier die Information. Was heißt das jetzt? Das heißt, ganz streng genommen, können wir den EMS-Rollout mit diesen Geräten jetzt schon und mit diesen Geräten dann in absehbarer Zeit durchführen. Eine neue Marktanalyse, wenn sie dann käme, würde also sagen, wir haben 3 voneinander unabhängige und zeitnah noch einen 4. Und mit denen ist der Rollout abbildbar. Interessant. Wir haben ja noch ein paar mehrere Seiten. Ne? Gründe, wird erstmal nochmal darauf hingewiesen. Ne? Erstmal gesetzliche Verweise auf Messstellenbetriebsgesetz und Co. Technische Möglichkeit zum Einbau wurde festgestellt. Zum Zeitpunkt des Erlasses, 3 voneinander unabhängige Hersteller. Feststellung wurde auf Grundlage dieser Geräte getroffen. Einführung von, ja, zur Feststellung der möglichen Möglichkeit wurde durch Aufhebungsbescheid des BSI zurückgenommen. Das war das Dokument von gerade eben. Mit Wegfall der Feststellung ist die rechtliche Grundlage für den Einbau nachträglich entfallen. Also rückwirkend war es dann keine Einbaupflicht. Ja, ermöglicht es in diesem Fall, eine Regelung für intelligente Messsysteme zu treffen, die im Vertrauen auf ein fehlerfreies Verwaltungshandeln ausgebaut wurden oder ausgebaut werden sollen. Das heißt, der Einbau ist jetzt nicht rückwirkend wieder rückgängig zu machen. Ne? Also die Geräte können drin bleiben. Das ist also die Feststellung. Die Geräte sind deswegen nicht mit besonderem Risiko verbunden, also können sie drin bleiben. So, sie dürfen weiter genutzt werden. Das ist eine ganz wichtige Info. Die intelligenten Messsysteme dürfen weiter genutzt oder neu eingebaut werden. Soweit das BSI unverzüglich feststellt, dass eben keine unverhältnismäßigen Gefahren, also eine Sicherheit, damit verbunden ist und sie die gültigen Zertifikate haben oder innerhalb der nächsten Monate bekommen. Das sind diese beiden Tabellen gewesen. Die ersten 3 haben es und SAGEMCOM wird es innerhalb der nächsten 12 Monate auch machen können. So, diese Regelung stärkt damit die Verlässlichkeit des Rollouts. In der Operabilität wird dann demnächst kein Problemthema mehr sein. Und jetzt muss im Prinzip SAGEMCOM dem BSI nochmal nachweisen, dass sie das dann können. Und dann wird es dazu wieder eine Information geben.
Und dann wird nochmal weiter darauf eingegangen, wie die technischen Rahmenbedingungen hier so zu lesen sind. Wer mit Smart Meter, Gateways und Co. zu tun hat, soll sich das hier wirklich mal im Detail gerne durchlesen, ist aber im Großen und Ganzen jetzt schon das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Also, was ist jetzt die Erkenntnis? Eigentlich machen wir weiter wie bisher. Nur eben, dass die ursprüngliche Veröffentlichung von 2020 nachträglich außer Kraft ist, deswegen die Fristen und Rahmenbedingungen ein bisschen lockerer jetzt gerade zu sehen sind und dass die Geräte, mit denen wir bisher gearbeitet haben, aber eigentlich in Ordnung sind. Mit denen kann man auch weiterarbeiten. Also, wer ausrollen will, kann das einfach weitermachen. Wer nicht ausrollen will, warum auch immer, der wird zumindest im Februar 2023 kein Problem wegen einer nicht erreichten 10%-Quote bekommen. Das kann man erstmal so als Zusammenfassung sagen. Man kann weitermachen. Man muss aber nicht ganz so schnell. Das ist so in etwa die Erkenntnis, die man hier rausziehen kann. Interessant. Interessant ist aber eine freundliche Formulierung. Man könnte auch sagen, dass das traurig ist und dass das überraschend traurig ist, weil wir sind in Deutschland ja in einem Land, was sich sehr viel auf die Bürokratie einbildet, die wir hier so anwenden. Und gerade im Kontext der Energiewirtschaft kennen wir das an allen Stellen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass hier klarer gearbeitet werden würde, klarer veröffentlicht werden würde und wir eine absolute Klarheit darüber hätten, wie denn nun der Smart Meter Rollout weiter zu laufen hat. Nicht nur, weil wir dann Smart Meter haben, sondern weil wir Smart Meter dringend brauchen und eigentlich schon längstens. Als klassisches Beispiel, es ist nun mal so, dass der Großteil der Anschlüsse in Deutschland, egal ob jetzt Verbraucher oder Einspeiser, über den Daumen gepeilt prognostiziert werden, was da an Energiemengen fließt. Wir haben meistens immer noch klassische, analoge oder einfache digitale Zähler dran. Das heißt, die werden im Regelfall einmal im Jahr ausgelesen. Und dann arbeiten wir mit Standard-Lastprofilen oder Standard-Einspeiseprofilen, die halt über den Daumen gepeilt sagen, ja, so ungefähr wird sich das verhalten. Das geht aber nicht. Das reicht natürlich nicht. Auch gerade entlang einer voranschreitenden Energiewende müssen wir besser wissen, was wo tatsächlich gerade in welcher Form stattfindet. Und dementsprechend wären Smart Meter genau ein Weg, wie man das sehr gut aus der Ferne nicht nur ablesen, sondern dann auch noch mal steuern könnte. Und am Ende, der echte Mehrwert auch für den Anwender ja wäre, er könnte, wenn er ein Eigenheim hat, seine Solaranlage, seinen Speicher und seine Elektromobil-Ladestation aufeinander abstimmen lassen, automatisiert sogar, und damit entweder Geld sparen oder Aufwand sparen, Komfort erzeugen. Wenn er Smart Home Ansätze haben will, geht das dann im Zweifel auch darüber, ne? Also dass man dann sagt, ja, Komfort- oder Sicherheitsaspekte lasse ich darüber auch noch laufen. Also das sind Möglichkeiten, die nur auf diese Weise breit in die Realität geschlüpft werden könnten, weil bisher sind ansonsten Smart-Home-Anbieter halt immer so in ihrer eigenen Technologiewelt verfangen und sogenannte proprietäre Anbieter, das heißt, da die Geräte von dem einen funktionieren auch nur mit den Geräten von dem gleichen und nicht mit Geräten von dem zweiten Hersteller. Im Regelfall können die nicht miteinander sprechen, wollen das auch nicht. Und dementsprechend ist das alles immer von bestimmten Anbietern abhängig. Und was ist, wenn es die mal irgendwann nicht mehr gibt? Dann können die Geräte nicht mehr mit den Servern sprechen und dann funktionieren die im Zweifel gar nicht mehr. Haben wir schon des Öfteren erlebt. Und dementsprechend wäre es hier sehr spannend, eine smarte Kommunikationsinfrastruktur zu haben auf Basis des ja sowieso einzubauenden Stromzählers. Der ist dann sowieso da. Also hätten wir sogar als Anwender, als Verbraucher etwas davon. Naja. Okay, wir haben also weiterhin die Erkenntnis, dass die ursprüngliche Allgemeinverfügung zum Zwangsstart des Rollouts ist nicht mehr in Kraft. Damit läuft erstmal keine Einbauquote. Wir können aber trotzdem weiter einbauen, wenn wir wollen. Super, ne? Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte dazu, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr die nächsten Videos auch nicht verpassen wollt. Geht auf n1.de, auf unser Lernportal, wenn ihr E-Books,
Online-Videokurse, Tickets für Webinare oder Blogbeiträge oder was auch immer haben wollt, gibt es da alles. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.